Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zum GPL-Kampf, zum 6. müsste das jetzt sein, hier auf meinem Kanal, gegen den lieben Kaffee. Ja, ich komme einfach schnell zur Teamübersicht. Bei mir haben wir Tandrak, wir haben Megabibor, wir haben Regirock, wir haben nach langer Zeit mal wieder mein Parfiness. Das Parfiness, ein Aromatis. Mein Snibunna und mein Choicecraft Starmie. Und bei ihm haben wir Megalatias, Entei, denn das Katzenvieh, dessen Namen ich vergessen habe. Golurk, Alumumula, das Scheißvieh und Thunderous T. Ich wusste, dass sein Team relativ schnell ist, deswegen habe ich mir gedacht, okay, also dass er recht schnelle Pokémon dabei haben kann, sage ich lieber so. Dann nehme ich auch schnelle Sachen von mir mit. Und zwar die schnellsten, die ich habe, nämlich Megabibor, Snibunna und mein Choicecraft Starmie. Die anderen sind da so ein bisschen als Wall und mein Tandrak als Lead, denn Dracometeor macht immer Schaden. Ich will gar nicht weiter drum herum reden, fangen wir einfach an. So, der Kampf beginnt gleich. So. Ja, ja, danke. Der Kampf beginnt. Wie gesagt, leade ich mit meinem Tandrak, er leadet mit seinem Thunderous T. Und ich habe noch nie wirklich gegen Thunderous gespielt, deswegen wusste ich nicht, was es kann. Ich wusste aber, dass es Elektroattacken kann und die kann ich ziemlich gut wegstecken. Und bin deshalb einfach auf den Dracometeor gegangen. Er geht mit Voltwechsel drauf, ist mir relativ egal. Und wir sehen hier direkt am Anfang was, was mich schon unglaublich abfuckt. Ich kenne die EV-DV-Verteilung von dem Ding nicht. Aber es überlebt diesen Dracometeor. Moment. Mit maximal 5 KP, was sind das? Und das hat mir schon unglaubliche Probleme bereitet. Ich bin hier jetzt rausgegangen, weil ich nicht wusste, ob er vielleicht eine Donnerwelle oder so raushauen will. Aber stattdessen geht er tatsächlich auf den Reflektor, ist ein Dual-Screener. Und ich hätte vielleicht einfach angreifen sollen, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, er macht jetzt direkt den Lichtschild. Aber er geht tatsächlich auf Toxin in der Runde, in der ich auf die Tarnsteine gehe. Aber gut, ich habe die Tarnsteine draußen, das war erstmal am wichtigsten. Um seinen Pokémon natürlich den Schaden reinzudrücken. Nehmen wir ein bisschen Schaden durch das Toxin. Er geht hier aufs Lichtschild und Vergiftung und die Dual-Screens rausgekommen, weil mein Tandrak das bisschen zu wenig Schaden gemacht hat. Hat mich schon sehr, sehr genervt. Da war ich schon am Anfang des Spiels sehr frustriert. Und dachte mir dann aber, okay, komm, du hast immer noch alle Chancen der Welt, das zu gewinnen. Sein Katzenvieh ist damit schon mal weg. Und jetzt schickt er Wächter rein und ich wusste nicht, wie er das spielt. Ich wusste allerdings auch, dass ich ziemlich useless dagegen bin. Denn ich kann es nicht mit der Donnerwelle paralysieren und Steinhagel wird keinen Schaden machen, genauso wie der Ableithieb. Denn der Ableithieb macht nur Schaden, da es ein Geist-Pokémon ist. Stattdessen schicke ich das Sweetheart rein, weil ich nicht wusste, auf was er geht. Und er geht auf die Steinpolitur. Ganz ehrlich, ich finde Steinpolitur ist kein guter Move auf dem Ding, denn es hat glaube ich ein Base-Speed von 50 und da wird dir auch eine Steinpolitur nicht viel bringen. Aber okay, Erdbeben, ich bin auf die Mondgewalt gegangen und mach so gut wie keinen Damage. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte längst auch gedacht, dass ich weniger Schaden nehme, aber na gut. Er geht hier aufs Erdbeben. Ich wusste, ich kann noch ein Erdbeben einstecken und bin stattdessen dann auf den Wunschtraum gegangen. Er verliert hier erstmal schön Lebenspunkte durch sein Lebenorb. Kann ich mit Leben, ist überhaupt kein Ding. Und wir werden jetzt gleich was sehen, wo ich, da war ich echt mit den Nerven am Ende, wenn man so will. Es hat nichts mit Hex oder Ähnlichem zu tun. Ich gehe natürlich auf Schutzschild, um meinen Wunschtraum durchkommen zu lassen. Und ich glaube, ich gehe sogar direkt wieder auf den Wunschtraum an der Stelle. Würde ich zumindest machen, wenn ich jetzt gerade spielen würde. Ja, er wechselt hier aus und schickt sein Latias rein. Und was jetzt passiert, ich war so angepisst. Ich gehe hier auf die Aromakur, um das Gift von meinem Dingens zu nehmen, von meinem Regirock. Ich habe hier um die Geschwindigkeit auf 800% erhöht. Das heißt, es läuft jetzt 8-mal so schnell wie normalerweise. Er hat mich hier über eine Viertelstunde gestallt mit dem Ding. An sich kann man es ja vielleicht nachvollziehen. Er wollte sich mit Karmine boosten und so, er hat Genesung, warum nicht? Aber ganz ehrlich, er kannte mein Team. Er wusste, dass ich mindestens zwei Pokémon habe, die schneller sind als sein Megalatias. Snibunna und Megabeedrill, die es beide sehr effektiv treffen können. Er hatte keinen Grund, mich eine Viertelstunde zu stallen und ich weiß, dass er seine Kämpfe live aufnimmt.
Das bedeutet, ihr könnt gerne bei ihm vorbeischauen, aber theoretisch, wenn er es nicht noch bearbeitet hat, hat er eine Viertelstunde gestallt da drin. Ist nicht das, was ich sehen wollen würde, aber gut. Hier ist er endlich auf den Psychoschock gegangen. Er hat so ziemlich meine AP rausgestallt. Es hat ihm nichts gebracht. Was jetzt passiert? Ich gehe in mein Bibor, mache die Mega-Entwicklung natürlich und gehe aufs Schutzschild. Das war ein komplett voraussehbarer Move. Ich hoffe gerade, dass die Aufnahme nicht so ruckelt, dass es jetzt nur bei meinem Wiedergabeprogramm ist. Das ist ein komplett vorhersehbarer Move, dass ich das mache. Ich bin schneller. Ich kann ihn nicht one-hitten. Ich glaube, außer ich hatte eine gespitzte Chance, ihn zu one-hitten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich kann ihn so nicht one-hitten, greife mit der Kehrtwende an. Ja, ich schicke jetzt Regirock rein als Death Order, aber er hätte nicht plus 6 gebraucht, um einen Regirock zu killen. Ein plus 3 vielleicht hätte locker ausgereicht. Wie gesagt, er geht jetzt hier auf den Energy Ball, killt meinen Regirock. Und jetzt habe ich nur eine freie Wahl, auf was ich gehen will, um ihn zu killen. Ich gehe dann hier auf Bunny Hopper, denn... Ja, er ruft sein Ding zurück und schickt la 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 rein. Das ist sein Fuckfisch. Der Fuckfisch ist das. Und ich bin einfach auf Abschlag gegangen, weil es hätte das Latias gekillt. Ich werde so noch das Item los haben, was er mal reinschickt. Ich nehme Schaden durch den Beulenhelm und durch mein Leben Orb, denn ich habe es dieses Mal mit Leben Orb gespielt. Und das Lustige ist, ich wollte es ursprünglich mit dem Choice Band spielen, aber dachte mir dann, nee, willst dich vielleicht nicht reinlocken, aber letzten Endes wäre das besser gewesen. Er spricht jetzt hier einen Wunschtraum aus. Und ich dachte mir, okay, kann er machen. Ich weiß nicht, ob es physisch speziell oder mix-defensiv ist, aber ist mir egal. Ich gehe auf den Draco-Meteor. Draco-Meteor macht immer Schaden. Außer der Gegner hat einen Feentyp. Er geht hier wieder auf den Wunschtraum. Er rechnet vermutlich damit dann mein Draco-Meteor ist überleben. Macht natürlich Sinn. Oder vielleicht rechnet er auch nicht damit und will ihn dann einfach direkt weiterpassen. Aber Draco-Meteor kommt hier durch und one-shottet das Ding. Mein Spezialangriff sinkt stark, aber was soll's. Das haben wir zu diesem Zeitpunkt dann relativ egal. Hauptsache, das Ding war weg. Und er schickt Lufthansa rein. Überlebt das mit ein paar AP, wo ich mir auch wieder dachte, okay, ärgerlich, aber was soll's. Geht hier auf den Psychoschock. Ich hätte das vielleicht predikten und in mein Dingens gehen sollen. Mein... Revile, das wäre vielleicht die sinnvollste Wahl gewesen. Aber gut, hier kommt der Wunschstrom raus. Ich weiß, dass ich ihn bei der Menge an KP mit einer Kehrtwende killen kann. Das weiß er auch, deswegen wechselt er aus. Und schickt Wächter rein. Ich hole mir hier natürlich dann die Switch Initiative. Und ja, es ist ein wunderschönes Shiny. Genau wie zu viele seiner anderen Pokémon. Greife mit der Kehrtwende an. Er überlebt es. Wieder mit relativ wenig KP. Recht viele seine Pokémon überleben mit so wenig KP, fällt mir gerade auf. So, ich fand das Kampf ist gar nicht so gemerkt. Schick hier Bunny Hopper rein. Zu diesem Zeitpunkt sah es eigentlich noch relativ gut aus für mich. Ich greife mit dem Ice Heap an. Ich hätte vermutlich auch einfach auf Abschlag gehen können. Lande hier in Crit, der natürlich vollkommen nötig war. Hust. Ich bitte übrigens nur entschuldigen, falls sich meine Stimme nicht anders anhört. Ich bin ein bisschen erkältet im Moment. Er schickt hier Entei rein und ich habe mir schon gedacht, dass er das mit der Soul Burst spielt, weil er das vorher schon so gespielt hat. Auch wieder bestimmt ein sehr legitimes Legendary Shiny. Greift deswegen mit Abschlag an. Es reicht nicht ganz aus, es überlebt wieder mit zu wenig HP. Aber na gut, er greift hier mit dem Läuterfeuer an. Bye bye Bunny Hopper, ich habe immer noch mehr als genug Pokémon, die was gegen das Latias machen können. Dachte ich zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und schicke hier jetzt Scarfy rein. Und wie gesagt, es trägt tatsächlich den Choice Scarf. Ich wusste, er hat Turbo-Tempo drauf, aber ich wusste auch, dass Turbo-Tempo mir nicht viel Schaden macht. Und gehe hier auf den Eisstrahl, falls er doch auswechseln will. Und ich war mir relativ sicher, dass der Eisstrahl ausreicht. Zumindest, wenn er keine Assault Vest trägt. Und ja, jetzt schickt er die Lufthansa rein. Aber, wie wir sehen werden, glaube ich fast, dass das Ding etwas speziell defensiv ist, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, denn das macht ein knappes Drittel. Und er geht hier auf den Energieball, der mir natürlich ordentlich Damage macht. Und ich habe jetzt noch mein Bibor und dachte mir, okay, das ist kein Ding. Bibor kann das Ding jetzt killen, kann auch das andere fast one-shotten. Ist überhaupt kein Problem.
Nur leider ist er gechoiced. Er trägt den Choice Scarf. Und hatte eine 68%ige Chance, die Psychokinese zu one-hitten. Und schafft es natürlich auch. Und ja, das war's. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.